Hallöchen, ihr Lieben, einen wunderschönen Freitag wünsche ich euch und somit, tada, einen schönen Start ins Wochenende. Ja, die Zeit vergeht wie im Flug. Ich habe einen kleinen Action-Haul für euch und ich würde sagen, wir starten auch direkt. Ich war vor 2 oder 3 Tagen im Action, weil, das hatte einen Grund, meine Freundin Melanie vom Kanal Christiane Macke, ihr dürft gerne reinschauen, hat bei Action was entdeckt. Was man super nutzen kann zum Painten oder fürs Diamond Painting allgemein. Natürlich auch für andere Sachen. Das zeige ich euch gleich. Deswegen bin ich hingefahren und ich habe es auch bekommen, Gott sei Dank. Und habe noch so ein 2, 5 Kleinigkeiten mitgenommen. Nichts Besonderes. Aber ich dachte, ich zeige es euch trotzdem. Ich habe eine neue Matte für den Liebling mitgenommen. Die hatte ich schon mal in Grau. Aber die war dann irgendwie so ein bisschen ranzig dann. Ja, und die finde ich ganz, ganz cool. Jetzt habe ich eine in Grün, weil das passt. Ich habe so ein bisschen grünlich im Flur. Dachte ich, passt das ganz gut. Dann habe ich endlich, deswegen wollte ich eigentlich auch mal wieder zum Action, weil die finde ich ganz cool, diese Zipperbeutel. Einmal hier 3 Liter, die kennt ihr. Die finde ich super praktisch. Da habe ich einmal die großen mit 3 Liter und einmal die kleinen mit einem Liter. Dann habe ich mitgenommen diesen Küchenreiniger. Ich habe ja diese Flasche hier in rosa. Das ist so ein Allzweckreiniger, sage ich mal. Und ich liebe den in rosa. Also das ist, der Geruch ist, ich liebe es. Also den habe ich immer im Haus. Das für mich persönlich mag ich jetzt nicht ganz so vom Geruch, aber ich möchte das mal ausprobieren, weil das ist halt wirklich speziell für die Küche. Und ja. Deswegen habe ich den mal mitgenommen. Und dann habe ich mitgenommen die großen Tücher für Bohnen. Also damit kann man halt mal schnell einen Bohnen wischen. Genau. Das sind aber nicht die. Muss mal eben gucken. Was steht denn hier hinten drauf? Ne, da steht jetzt nur feuchte XXL Reinigungstücher. Ja, also normalerweise ich habe ja die anderen Reinigungstücher, die großen. Die sind auch super vom Action. Die sind mir auch so rosa. Die nehme ich eigentlich für den Boden. Ich dachte, die sind auch speziell für den Boden, aber steht jetzt nichts. Ist wurscht, ich nehme die für den Boden, um mal schnell da irgendwie einen Fleck oder so sauber zu machen. Da habe ich keinen Bock, extra da hier mit Wischmopp und so rumzuhantieren. Dann, wie soll es auch anders sein, wenn ich schon mal im Action bin, müssen Patronen mit. Ich habe einen Wahnsinnsverschleiß, weil ich ja nun auch viel mache. Genau, habe ich einmal die Patronen. Die sind ja, wie gesagt, im Action recht günstig mit 10 Euro. Günstig in Anführungsstrichen. Ja. Aber woanders sind sie halt teurer, ne? Dann habe ich einmal, auch mein Schätzchen, immer wenn ich drehe, will er hoch. Könnt ihr was verpassen? Habe ich hier einmal Duftspray. Das ist Bergamot und Orange. Ja, das riecht eigentlich auch ganz gut. Ich probiere das natürlich immer ein bisschen aus. Ach, ja, das riecht total toll nach Orange. Und ich bin ja so ein Duftspray-Typ. Muss bei mir im Flur steht was, im Bad steht was. Das ist immer ganz angenehm. Gerade wenn man zum Beispiel mal staubsaugt. So ein Staubsauger riecht ja immer auch so ein bisschen, naja, ne? Man riecht immer irgendwie, wenn man gesaugt hat, ist jetzt so ein bisschen, ja. Und dann kann man halt mal sprühen oder ja, wenn man auf dem Klo war. Ihr wisst schon. Aber generell, ich mag das einfach. Ich sprühe manchmal, wenn ich irgendwie ins Bad gehe, einfach nur, um mich einzucremen oder so. Dann schnell mal eine Ladung sprühen. Ich mag das einfach total gern. So, ja, es ist nicht so viel Interessantes für euch dabei, Bastelsachen gar nicht. Ich kaufe auch im Grunde keine Bastelsachen, weil ich habe ja alles, was ich brauche. Ich habe meinen Plotter und für die Gruppe gehe ich ja nicht mehr einkaufen, momentan zumindest nicht. Ich weiß nicht, ob ich das noch zukünftig mache. Ja, dann habe ich mir zwei, die hier für die Toilette zum Einhängen gekauft. Normalerweise nehme ich immer die etwas teureren, in Anführungsstrichen. Aber ja, heute muss man sehen, wo man bleibt. Das Geld sitzt knapp. Die Lebensmittel sind wahnsinnig teuer geworden. Und ja, da muss man halt jetzt auch mal ein bisschen gucken. Dann sind es eben nicht die teuren, sondern dann holt man sich halt mal die günstigen Klosteine. Nützt ja nichts, ne? Das ist halt einfach so. Ja, und dann habe ich mir noch einmal Silibang gekauft für die Toilette. Generell, naja, Antikalk, das ist jetzt gar nicht nur für die Toilette, oder? Doch, Badreiniger, meine ich doch. Ich wollte nämlich einen Badreiniger kaufen. Hört ihr den Hund da hinten meckern? Hört mal. Was ist?
Moment mal. Ja, komm her. Willst du gucken? Ja, ja. Du könntest ja was verpassen, ne? Was die Mama hier zeigt. So, bitte, du darfst gucken. Ab. So, und ist was dabei? Guck mal. Ja. Nichts dabei, oder? Hä? Du kleiner Spinni, du. Mama macht ein Video, ne? Mein Liebling. Mama hat geguckt, aber da war nichts für dich bei beim Action. Kein neues Spielzeug oder so. Das hast du ja schon alles. Ja, du hast sowieso zwei große Boxen voll mit Spielzeug. Ich glaube gar nicht, wie viel Spielzeug wir haben. So, und jetzt kommt das, was ich meine. Das habt ihr vielleicht jetzt schon gesehen bei der Melanie. Ja, das hatte sie mir, wie gesagt, gezeigt. Sie war irgendwie einen Tag vorher im Action. Und das ist richtig cool. Das ist richtig, richtig cool. Wir machen das mal zusammen auf. Und zwar haben wir hier 12 so eine Schraubdöschen. Moment. Ja, das ist schön, wenn man sich so ein Messer holt und das Ding hier auseinanderfällt. Ach, Kinder, nee, Moment. So, wir machen das jetzt mal auf. Jetzt haben wir es hier. So. Mal kurz hier einschnippeln. Da guckst du, was macht die Mama da, ne? Mama macht auf. Was ist das? So. Ja, das ist das Teil. Was ich bei dem Ding richtig geil finde, ist, dass wir im Grunde die Dosen nicht irgendwie einzeln rumfliegen haben, sondern wir haben die hier. Ist das gut geklebt? Nee, das schon. Naja. Man hat die halt hier in so einer Box, die man schließen kann. Kann man sich wunderbar auf den Schreibtisch stellen, auch übereinander. Genau, und wir haben hier halt diese Döschen. Da passen wunderbar eben die Steinchen fürs Painten rein. Allerdings haben wir halt nur 12 Stück. Das heißt, wenn man jetzt ein Bild hat, ne, mit mehr als 12 Farben, dann muss man wahrscheinlich zwei solcher Teile nehmen. Und die kann man halt aufschrauben. Das finde ich auch total cool. Ne? Zum Aufschrauben ist das schon ganz cool, dass da nichts durch die Gegend fliegt. Ja, davon habe ich mir jetzt 4 Stück mitgenommen. Weil, wie gesagt, wenn man ein größeres Bild hat, beziehungsweise, was heißt, dann braucht man gar kein großes Bild. Es sind teilweise trotzdem, ich painte ja meistens 30x40 Bilder. Das ist ja doch schon immer mehr als 12 Farben. Ne? Aber ich bekomme auch noch. Ich mir tatsächlich welchen Kratzer hier reingeschnitten, glaube ich. Aber ich bekomme auch noch solche Tic-Tac-Döschen. Aber die Tic-Tac-Döschen sind in der Tat ein bisschen klein, vielleicht. Aber auch die werde ich sicher nutzen. Aber ich habe mir jetzt von denen, wie gesagt, 4 Stück mitgenommen. Und ja, finde ich cool. Wenn ich jetzt mein neues Bild anfange, mal gucken, welches das wird, dann kann ich mir die Steinchen hier einsortieren. Genau. Deswegen bin ich zum Action gefahren. Ne, mein Schatz? So, meine Lieben, das war es auch schon. Das war ein kleiner, kurzer Action-Haul. Ja, ehrlich gesagt, flasht mich Action auch nicht mehr so. Zumindest unsere Filiale. Ihr könnt euch kein Bild machen, wie schlimm die ist. Ich muss es immer wieder erwähnen, weil es ist einfach so. Eigentlich müsste man sich fast beschweren, weil die Filiale eine oberste Katastrophe ist. Ich bin froh, dass ich das hier überhaupt bekommen habe. Und ja, hier so Putzmittel und so kriegt man natürlich immer. Aber alles andere, Bastelabteilung ist leer gefegt. Da gibt es, also es ist eine Katastrophe, wie gesagt. Ich habe da auch gar nicht groß geguckt. Ich habe nach den Dingern gesucht, habe mir ein bisschen Putzmittel mitgenommen. Und dann bin ich auch immer froh, wenn ich da wieder raus bin. Weil das ist halt eine Filiale, wo man nicht gerne einkauft. Wo man einfach schnell wieder raus will. Das ist wahnsinnig voll, wahnsinnig laut, wahnsinnig stressig. Die stehen da im Weg. Also das Klientel da drin ist eine Katastrophe. Der ganze Laden ist eine Katastrophe. So, Punkt. Ausrufezeichen. Ich habe mich jetzt wieder ausgekotzt über diese Filiale. Und ich würde sagen... Was ist los, mein Schatz? Sag mal Schissi. Wir sagen dann mal Tschüss. Bis zum nächsten Video, ne? Und ja. Also, zack. Bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss.